Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um die Frage von der Gabriele aus Landshut geht. Und zwar hat die Gabriele mitbekommen und schreibt mir, dass ich mich ja maßlos aufgeregt hätte, so hat sie das wahrgenommen, in der Plenarsitzung des Bayerischen Landtags in meiner Rede zur Regierungserklärung von Markus Söder über die Zustände am Münchner Hauptbahnhof und über die Grünen und die Roten, schreibt die Gabi, also über SPD und Grüne. Jetzt will sie von mir wissen, was war denn da los am Hauptbahnhof und wieso hast du denn so geschimpft? Ja, liebe Gabriele, das beantworte ich natürlich gerne und zwar deshalb, was mich wirklich sehr geärgert hat. Aber zunächst einmal, um was ging es, was ist der Hintergrund? Es ging um die Frage, wie wir in Bayern, in unserer gemeinsamen Heimat jetzt mit den Menschen umgehen, die aus der Ukraine vor dem Bombenhagel in ihrer Heimat flüchten müssen und die sich auf den Weg kreuz und quer durch Europa gemacht haben, um Schutz zu suchen und jetzt bei uns eben prioritär am Münchner Hauptbahnhof ankommen. Und dazu, Gabriele, zunächst einmal meine tiefste Überzeugung, die Überzeugung von unserer Freie Wähler Regierungsfraktion. Wir sind fest davon überzeugt, dass es uns als Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU, dass es uns als bayerische Gesellschaft in all dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie recht gut gelungen ist, Leben zu retten und die Menschen zu beschützen. Und wir Freien Wähler, wir sind der festen Überzeugung, dass das Credo vom Whatever it takes, das der Ministerpräsident damals ausgeflaggt hat, das damals für die Menschen in unserer Heimat im Hinblick auf Corona gegolten hat, jetzt unvermindert und in gleicher Weise auch gelten muss für diejenigen Menschen, die aus der Ukraine, die vor Putins Krieg, vor Putins Überfall ihrer Heimat flüchten, gelten muss. Wir finden, whatever it takes im Sinne von Schutz und im Sinne von uns kümmern um diese Flüchtenden aus der Ukraine, ist jetzt das Motto, das angesagt ist. Und ich bin deshalb auch froh darüber, dass es derzeit in unserer Heimat, dass es in Bayern eine wirklich gewaltige Welle der Hilfsbereitschaft gibt. Im Bereich des Hauptamtes, bei den Hilfsorganisationen, bei den Landräten, auch in der Politik, aber noch viel, viel mehr im Ehrenamt. Menschen, die bereit sind, in ihren privaten Wohnungen Geflüchtete aufzunehmen. Menschen, die spenden, die Lebensmittel an die ukrainische Grenze bringen, die sich um die Menschen kümmern, die hier bei uns ankommen. Und umso wichtiger ist es und umso mehr liegt es mir am Herzen, dass diese gewaltige Welle der Hilfsbereitschaft, die da durch unser Land schwappt, nicht einmal mehr, wie damals bei der großen Asylkrise im Jahr 2015, dadurch torpediert wird, dass Politik am Ende des Tages Chaos verursacht und die Stimmung durch politisches und organisatorisches Chaos wieder zum Kippen bringt. Und deshalb glaube ich, müssen wir es jetzt schaffen, auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus 2015, wenn dieses Whatever it takes gelten soll, wenn wir schaffen wollen, diesen flüchtenden Menschen aus der Ukraine gut zu helfen, dass die organisatorischen Dinge einfach geregelt sind, dass so etwas wie die Registrierung der geflüchteten Menschen bei uns in Bayern funktioniert, dass wir wissen, wer wann kommt und wer sich in unserem Land befindet, dass es funktioniert mit dem Rechtsstatus, mit den Aufenthaltsgenehmigungen, mit den Arbeitsgenehmigungen, dass die Beschulung funktioniert, deshalb auch unser Freie Wähler-Vorschlag über Kultusminister Michael Piazzolo. Und ich meine, wir müssen den Menschen, die da jetzt einen Beitrag leisten, die also sozusagen im Privaten einen staatlichen Auftrag, nämlich derjenigen des Schutzes für die Flüchtlinge übernehmen, auch einen gewissen Benefit daraus gewährleisten. Deshalb auch dieser Freie Wähler-Vorschlag, 5.000 Euro Steuerfreibetrag für diejenigen Menschen, die ihre privaten Wohnräume jetzt eben nicht gegen Geld vermieten, sondern sie zur Verfügung stellen, um dort Menschen, die dringend unsere Hilfe brauchen, solche Hilfe angedeihen zu lassen. All diese Dinge, die müssen funktionieren, damit nicht Politik durch Chaos die Hilfsbereitschaft der Menschen im Ehrenamt, im privaten, im gesellschaftlichen Bereich torpediert und die Stimmung dann wieder zu kippen droht wie im Jahr 2015. Und deshalb, jetzt komme ich zum Punkt deiner Frage, liebe Gabriele, deshalb habe ich mich so aufgeregt darüber, dass das in München ganz und gar nicht funktioniert. Und ich habe mich noch viel mehr darüber aufgeregt, dass ausgerechnet die Grünen
und ausgerechnet die SPD in einer Sitzung vor einer Woche im Bayerischen Landtag auch dafür noch die Staatsregierung verantwortlich gemacht haben. Mir klingt noch in den Ohren, was uns Grün und Rot in ihren Sonntagsreden alles erklärt haben. 2015, was man besser machen müsste zur humanitären Hilfe von Menschen, die bei uns Schutz suchen. Und letzte Woche, als ich am Mittwoch dann nach einem Hilfeschrei der örtlichen Hilfsorganisationen, der dort privat im Ehrenamt am Münchner Hauptbahnhof organisierten, persönlich vor Ort war, was sich da als Bild gezeigt hat, dort, wo die Grünen und die Roten regieren, nämlich in der Landeshauptstadt München, das, liebe Gabriele, das war wirklich eine Katastrophe. Da hat es an allem gefehlt. Da sind nachts Züge gekommen und niemand war mehr da, um sich um die Menschen zu kümmern, die da bei uns angekommen sind. Menschen, die vor dem Bombenhagel in ihrer Heimat geflüchtet sind, einmal quer durch Europa, die sind bei uns in München angekommen und mussten dann mit kleinen Kindern in München auf dem Bahnhofsboden schlafen. Es hat an allem gefehlt. Es gab keinen Strom, es gab keine Toiletten. Die Menschen, die dort angekommen sind, mussten sich zunächst einmal bei ehrenamtlichen Helfern einen Euro leihen, um diesen lächerlichen Sunny-Bear-Fonds kaufen zu können, um dort auf die Toilette gehen zu können. Das war das vermeintlich freundliche, humanitäre Gesicht Münchens, die Visitenkarte Bayerns am Münchner Hauptbahnhof, die wir da angeboten haben. Ganz zu schweigen davon, dass es keine Corona-Testmöglichkeiten gab und dass die Menschen dort quasi in ein baufälliges Gebäude, wo es gestunken hat, hineingepfercht worden sind und dort auf dem Boden die Nacht verbracht haben. Das war, Gabriele, nach meiner festen Überzeugung ein Totalversagen der Organisationsstrukturen in der Landeshauptstadt München. Deshalb war ich mit Vizepräsident Alexander Holz gemeinsam und Gabi Schmidt, die sich sehr kümmert um Asylfragen, seit wir Freien Wähler hier im Landtag sind, am Hauptbahnhof vor Ort gewesen. Wir haben uns das angeschaut, haben uns von den ehrenamtlichen Helfern zeigen lassen, wo es krankt, und ich bin froh, dass dann auch die Münchner Stadtregierung, die Regierung der Landeshauptstadt, nachdem wir das thematisiert haben, aktiv geworden sind. Es ist dann in Reaktion auf unseren Besuch am Hauptbahnhof auch der Münchner Oberbürgermeister Reiter dorthin gegangen, hat die Angelegenheit zur Chefsache gemacht, und wir konnten dafür sorgen, auf Initiative von uns Freien Wählern, dass diese unsagbaren Zustände aufgehört haben und dass quasi eine Nacht später die Menschen, die noch am Boden schlafen mussten, die keine Toiletten, keinen Strom und nichts zu essen hatten, schon in einem kurzfristig angemieteten Hotel untergebracht waren, sodass da vernünftig, bis sie dann verteilt werden konnten auf dauerhafte Unterkünfte, auch ein Ankommen bei uns möglich war. Das, glaube ich, Gabriele, ist das Mindeste, was wir an humanitären Beitrag leisten können. Und ich sage noch einmal, die Bilder, die sich da dargeboten haben, die waren wirklich unvorstellbar. Wenn man das gefilmt hätte und ich hätte dir, Gabriele, ich hätte euch das gezeigt, dann hättet ihr gesagt, was für ein Wahnsinn, holt die Menschen da raus und bringt sie nach Deutschland. Nur, dass das nicht in der Ukraine war, sondern in München am Hauptbahnhof stattgefunden hat. Und deshalb, Gabriele, weil ich das für unsagbar halte, war ich dann auch hinreichend grantig in der Plenarsitzung. Als ausgerechnet Grüne und Rote uns mal wieder die Welt erklären wollten und sagen wollten, was es jetzt alles zu tun gäbe im Bereich der Fürsorge und des Schutzes für Geflüchtete aus der Ukraine. Und da bin ich wirklich bei all den Bemühungen, die wir da anstrengen, auch als Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU, etwas leid, uns dann in Sonntagsreden von denen belehren zu lassen, die da nur gescheit daherreden, auf Bayerisch gesagt, die aber dort, wo sie selber in der Verantwortung stehen, rein gar nichts hinbekommen. Und deshalb habe ich das auch so deutlich gesagt und habe gesagt, dort, wo ihr Verantwortung tragt, da müsst ihr die Verantwortung auch übernehmen, und da müsst ihr genauso pragmatisch wie Freie Wähler und CSU das auf Landesebene tun, die Ärmel aufkrempeln und dafür sorgen, dass diesen Menschen wirklich geholfen wird. Und denen ist halt nicht geholfen durch politische Sonntagsreden, sondern denen ist geholfen durch eine gute Organisation, durch Helfen mit offenem Herzen, aber auch durch kluges und cleveres Organisieren. Und das habe ich da in dieser Plenarsitzung eingefordert. Also noch einmal zusammengefasst, Gabriele, whatever it takes, dieses Motto, das die Menschen gut beschützen, des Leben rettens aus Corona, das damals für die Menschen in unserer Heimat gegolten hat, das muss nach Ansicht von uns Freien Wählern jetzt auch gelten für diejenigen, die aus der Ukraine zu uns flüchten müssen vor dem Bombenhagel in unserer Heimat. Und da müssen wir jetzt alle zusammenhalten. Politik auf der einen Seite, Gesellschaft, Ehrenamt, Hilfsorganisationen auf der anderen Seite und auch die gesamten politischen Ebenen. Da bringt es nichts, wenn man wie Rot und Grün mit dem Finger auf irgendjemand anderen zeigt, sondern da muss jeder dort seine Hausaufgaben machen, wo er die politische Verantwortung hat. Und besonders wichtig ist es natürlich in München, weil die allermeisten Menschen in München am Hauptbahnhof ankommen. Das ist die Visitenkarte, das freundliche, das humanitäre Gesicht Bayerns. Ich
will deshalb auch diese Gelegenheit nutzen, so wie ich es auch im Parlament getan habe, mich von Herzen zu bedanken bei allen, die sich da jetzt einbringen, den Hauptamtlichen, den Landräten, den Bürgermeistern, denjenigen, die bei uns in der Staatsregierung Verantwortung tragen, den Kolleginnen und Kollegen im Parlament. Aber vor allen Dingen will ich Danke sagen den ehrenamtlich Aktiven, den Menschen, die sich da jetzt privat einbringen, aus der Zivilgesellschaft, über die Vereine, über die Hilfsorganisationen. Ich finde, dass wir da im Moment wirklich einen guten Job machen. Wir können Putin nicht aufhalten aus Bayern. Leider können wir das nicht. Wir haben auch kein bayerisches Heer, um in der Ukraine zu stützen. Aber wir können einen humanitären Beitrag leisten. Wir können dafür sorgen, dass den Menschen, die gar nichts dafür kennen, dass dieser Autokrat im Kreml einen außenpolitischen Amoklauf veranstaltet, dass diesen Menschen entsprechend geholfen wird. Das ist unsere Aufgabe, uns da als Bayern krisenfest zu machen. Und allen, die dazu einen Beitrag leisten, gerade den Ehrenamtlichen, sage ich im Namen aller Freien Wähler, glaube ich, in Bayern, von Herzen vergelt's Gott. Und ja, wir sind verdammt stolz auf euch und darauf, wie uns das in Bayern gelingt. Und wir nehmen auch diejenigen, die es in ihrer Verantwortung nicht hinkriegen, und deshalb die deutlichen Worte in der Parlamentssitzung, Gabriele, in die Pflicht. Wir wollen, dass Bayern das hinkriegt, und wir nehmen alle in die Pflicht, die dafür die Verantwortung tragen. So viel, liebe Gabriele, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht's wie immer. Postet sie entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns E-Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt, Frag Fabian aus dem Bayerischen Landtag. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.